bringen. Aber hör mal, wo ich schon sage, alles geben. Ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken für die vielen netten Kommentare, die Genesungswünsche. Es war alles halb so wild. Ich bin ja letztes Mal ein bisschen geschwächelt und ausgefallen. Aber das hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Also manchmal finde ich uns gar nicht so schlecht. Also manchmal bin ich Fan von uns. Ich guck uns gerne zu. Meine Frau muss sich auch dazu bekennen. Ne? Meine Frau hat irgendwann mal gesagt, das muss man sich mal vorstellen. Mein Mann geht ins Büro und wenn er nach Hause kommt, macht er den Rechner an, um zu gucken, was er im Büro gemacht hat. Ja, eben. Der Geheimdienstchef oder der Vorgänger des Geheimdienstchefs von seinem direkten Nachfolger jetzt wie ein Staatsfeind ausspioniert wird, dass Akten angelegt werden, wie sie bei Oppositionellen in der DDR noch nicht angelegt wurden in dem Umfang. Das ist schon beeindruckend. Ja, das ist schon neues Kaliber. Ne? Das ist schon Bananenrepublik Deutschland. Ja, ich möchte noch kurz vorsetzen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Chinesen oder die Amerikaner sowas unterschreiben. Ich glaube, die haben ja auch diesen Gerichtshof in Den Haag zum Beispiel nie anerkannt. Ja, ne? Solche Dinge, das machen die einfach nicht mit. Diese Souveränität lassen die sich nicht nehmen. Und ich weiß nicht, selbst die beiden Regierungen bin ich nicht sicher, ob die das von Amerika aus unterschreiben würde. Also eine etwaige Trump-Regierung schon mal gar nicht. Ne? Ja, also würde sofort wieder die Unterschrift zurückziehen. Das würde die dann sofort wieder kassieren. Ich möchte noch kurz fortsetzen. Ich weiß nicht, ob man diejenigen, die den, ich sag mal, Absprung geschafft haben, also die den Absprung geschafft haben von dieser Staatspropaganda, ob man die jetzt durch diese Demonstration wirklich zurückgeholt hat. Ich glaube eher das Gegenteil. Ich glaube, dass ich viele Leute sogar jetzt noch mehr vor den Kopf gestoßen fühlen. Das könnte sein, zumindest im Osten, da stimme ich dir zu. Also da im Osten wächst die Reaktanz eher noch mehr jetzt, das könnte ich mir vorstellen. Im Westen bin ich da nicht ganz so sicher. Die Frage ist aber, das hatte ich ja vor zwei Wochen schon mal aufgeworfen, ob das überhaupt das Ziel ist, hier noch irgendwelche Wahlen umzubiegen oder ob nicht hier ganz andere Schritte vorbereitet werden, ja, mit dem ganz, ganz großen Kaliber. Das nächste, was jetzt ansteht, wäre wahrscheinlich das Verbot der Jugendorganisation der AfD. Ist möglich von der Innenministerin. Verfassungsrechtler streiten dann, ob es im Endeffekt durchhaltbar ist, aber dann ist sie erstmal verboten, dann gibt es da die Hausdurchsuchungen wieder und so weiter, die Einschüchterung läuft weiter. Ja, ich sag mal, der übernächste Schritt ist, nimmt man Wahlen dann, neben solche Leute, die sagen, im Namen der Demokratie andere oppositionelle Parteien verbieten zu wollen, würden die jetzt davor zurückschrecken, Wahlen zu manipulieren im Namen der Demokratie? Glaubst du wirklich? Nö, das glaube ich nicht. Ist halt die Frage, ob sie die Möglichkeit haben. Ja, also die Möglichkeiten sind vorhanden durchaus. Würden die je einen gewählten Ministerpräsidenten Höcke anerkennen? Ich bin sicher niemals. Die drehen völlig durch. Ja, die Frage ist, was kommt dann? Ja, was machen die? Die Frage ist, was kommt dann? Also sie sind so weit gegangen und sie gehen jeden Tag einen Schritt weiter. Wir merken es ja. Ich fand es ganz interessant, heute gelesen hier bei den neuen Rechten bei Kubitschek. Von Kubitschek selber hat geschrieben, die haben ja, das hattest du ja auch erwähnt, diese Sellner-Buchvorbestellung. Streisand-Effekt, ne, haben den Sellner da hochgejazzt als den Gott sei bei uns, ne, und hat ein neues Buch geschrieben, ausgerechnet über Remigration. Das erscheint demnächst. War bei Amazon in den Vorbestellungen auf Platz 1. Ne? Platz 1 überhaupt bei Büchern, obwohl es noch gar nicht erschienen war. Ne? Das hatten wir letzte Woche auch. Was macht jetzt wahrscheinlich Amazon, deutet Kubitschek an als Verleger? Amazon hat 7.000 bis 10.000 Bestellungen bereits vorliegen. Die geben die nicht einfach weiter. Die werden dann sagen, nee, das ist ein Buch, das gehört auf den Index und ihr werdet niemals die Bestelladressen bekommen, könnt ihr jetzt vergessen. Ja. Du hast das ja sehr schön aufgelegt. Du hast eine KI-Software, glaube ich, zugeschickt bekommen. Ja, pass auf, da gibt es eine Internetseite. Da muss ich noch mal gucken, das ist mir der Name entfallen. Die KI genau, aufgrund richtig, von also, Fotos die Teilnehmer. Richtig, zahlen, das ist so eine Seite. Also wie gesagt, die kann zählen. So, und dann lädst du da ein Foto hoch und diese KI, beziehungsweise also dieses Programm, was auch immer das da ist, also auf dieser Homepage, kann dann oder schätzt dann eben, wie gesagt, die Teilnehmerzahl. Und du hast ein Muster erkannt. Ich habe ein Muster erkannt. Und dieses Muster, das ist also tatsächlich verheerend, also fatal. Also das ist, es zeigt aber auch eigentlich, dass diese Bundesregierung wirklich mit dem Rücken zur Wand steht. Und man kann wirklich quasi sagen, Teilnehmerzahl auf so einer Demo gegen rechts, die wird erstmal aufgerundet und dann mal 10 genommen.
Pi mal Daumen. Ja? Also man hat früher, ne, das ist eine ganz andere Dimension. Man hat früher gesagt, solche, diese Demos, die ihnen gefallen, da haben sie verdoppelt, früher Black Lives Matters und so, ja, ne, ja, war im Prinzip ja auch schon so aufmärschend. Ja, aber dann waren so vor, wie nennt man, Vorgänger davon, von dem, was jetzt stattfindet, noch nicht ganz so durchexerziert DDR-mäßig, wie es heute ist. So. Der versucht gar nicht erst so zu tun, als sei er nicht der Herrscher. Ja, also der sagt, ich habe hier die Hosen an, ne? Ich bin hier der Fürst, ich bin hier der König, ja. Und der tut wenigstens nicht so, als sei das hier irgendwie Demokratie und wir alle entscheiden ja mit und das ist ja alles das Volk und bla. Das ist ja hier nur Geschwurbel. Mm, ja? Mm. Die Leute haben die Hosen an und die regieren uns und die bestimmen hier gegen unseren Willen und versuchen das alles dann, ne, trotzdem als unseren Willen zu verkaufen. Ja? Wir alle wollen ja das Klima retten. Ne? So, und der ist da diesbezüglich ein bisschen ehrlicher und das ist so erfrischend, würde ich sagen. Ja, so, aber vor allen Dingen in Russland selber wird es ja wirklich auch immer unfreier, muss man sagen. Jetzt gerade durch den Krieg, ne, also was er aus Russland im Moment macht, ist wirklich unter aller Sau. Also als Russe musst du eigentlich Anti-Putin sein, das ist ganz klar. Ne? Was aber in der Welt passiert sozusagen, hier diese total einseitige Berichterstattung über den Ukraine-Krieg, ne, das ist eben, da möchte man doch gerne mal eine zweite Meinung jetzt zu hören. Ne? Ja, weil es gibt immer zwei Beteiligte. Ja, und ich sag mal, schlimmer als ein Bild-Zeitungs-Interview mit Zelensky kann dieses Tucker-Interview mit Putin garantiert nicht werden, ja, was journalistische Standards betrifft. Ja. Und wie gesagt, wenn man das so jetzt hört, wie der Kreml darauf reagiert hat und das veröffentlicht hat, im Prinzip sogar ein bisschen den Tucker Carlson bloßgestellt hat, man kann wirklich sich darauf freuen. Ich könnte mir vorstellen, es wird ein sehr kontroverses und sehr, sehr interessantes Interview. Ja, ich glaube, das ist jetzt mal so mein also Tipp. Ich tippe das auch. Ich glaube auch nicht, dass Tucker Carlson ihn da jetzt großartig hofieren wird, den Putin. Ne? Aber das Schärfste ist ja, ne, die Demokraten in Amerika, die reden ja genauso am Rad wie unsere Freunde hier. Ne?